Ja, generell ist es so, dass ich immer ganz gerne auch einen Überblick habe selber. Also klar kenne ich einige Spieler, aber den Großteil der hier teilnehmenden Jungen kenne ich dann auch nicht. Und insofern ist es immer dann mal ganz gut, auch sich einen Überblick zu verschaffen. Die Leistungsdichte ist hier sehr, sehr gut und das Niveau ist sehr gut. Und insofern bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja, meine Eindrücke sind positiv. Die Jungs geben gut Gas. Sind für mich auch einige Überraschungen dabei. Gute Jungs, die sich reinhängen, alles geben und das ist die Voraussetzung. Ja, im Prinzip schaue ich eher auf die Einstellung, also wie ein Junge ein Match führt, ob er immer alles gibt, wie er sich verhält auf dem Platz. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, dann kommt erstmal das Tennis. Ich beobachte natürlich die Matches und halte mich auch im Hintergrund. Ich möchte so viele Spielerinnen wie möglich hier sehen. Ich habe ja als 16-Jährige auch schon mal einen Titel geholt. War eine ganz tolle Erfahrung. Es ist immer was ganz Besonderes, deutsche Meisterin auch zu werden oder den Titel mitzunehmen, hier überhaupt mitzuspielen, sich mit den anderen zu messen. Jeder kennt jeden und man möchte natürlich sehr weit kommen. Und da sind viele sehr nervös und dann ist es auch interessant zu sehen, wie die mit der Situation umgehen. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es hier sehr gut. Tolle Organisation, Anlage ist super, Stimmung ist gut, finde ich. Alle Spieler vor allen Dingen und Spielerinnen sind hoch motiviert. Also muss ich sagen, wirklich eine tolle Veranstaltung wieder dieses Jahr.